Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Heiko Schrang, der ja sein eigenes Schrang TV hat. Und du hast schon ganz viele interessante Interviews gemacht. Aber ein Thema ist ja bei dir, das mit der GEZ. Da wollte ich mal fragen, du hast jetzt diese Aufkleber fürs Auto, fahren schon einige mit rum. Und was gibt's da Neues an der GEZ-Front? Hat sich da was getan? Werden das immer mehr oder hast du positive Reaktionen? Also es tut sich unheimlich viel. Ich muss sagen, das Buch hatten wir ja Ende letzten Jahres auf den Markt gebracht. Wir sind wirklich regelrecht überrannt worden. Wir haben jetzt, tut mir wirklich leid, auch den Zuschauern zu sagen, Autoresponser eingeführt. Wenn du am Tag über 500 Mails bekommst, die wo drin steht, können Sie mir helfen, wenn Widerspruchsbescheid, was kann ich machen mit der Klage? Das kennst du vielleicht auch aus deinem das Format. Geht mir es auch geht so. Nicht mehr. Du ja, kannst eben, den dass Menschen die Leute nicht helfen. Wenden sich hilfesuchend an einen mit schweren Schicksalen teilweise ja. Und denken dann, man kann dann eben mal sich da rein. Ich muss aber dazu sagen, wir haben uns jetzt geeinigt im Büro darauf, ernstzunehmende Fälle sind wirklich Leute, die, sag mal, kurz davor stehen, dass sie ins Gefängnis müssen. Ist ja leider immer noch so, dass wir diesen letztendlich auch helfen. In Zusammenarbeit mit Olaf Kretschmann. Wir haben aber auf der Homepage bei uns, also www.macht-steuert-wissen.de, einen Button eingeführt, der sehr wichtig ist und extrem gut angenommen wird. Ein GEZ-Button, wo wirklich die gesamte Vorgehensweise drinsteht. Widerspruchsbescheid, was passiert, wenn die GEZ das und das schreibt, bis zur Klage hin. Kann ich den Leuten nur empfehlen. Ja. Das ist natürlich eine große Hilfe, aber trotzdem ist es immer eine Eigenverantwortung. Man muss immer damit rechnen, dass eben in einem System, das ja, wo vieles überhaupt nicht rechtmäßig ist, dass da Willkür passiert. Das heißt, man kann mit Kontopfändungen vielleicht rechnen oder so. Aber es ist viel spannender momentan. Also ich bin extrem positiv gestimmt. Ja. Es ist nämlich so, wir wurden massiv immer angegriffen. Du kennst es ja, die ganzen Sendungen jetzt über die angeblichen Verschwörungstheoretiker. Ja. Wir hatten letztes Jahr schon die Zahl von 4 Millionen in den Raum geworfen. Da haben wir gesagt, über 4 Millionen Verweigerer. Da wurde immer wieder gesagt, stimmt da überhaupt gar nicht? Wo haben sie denn die Zahlen her? So. Das finde ich mehr als spannend momentan, weil letzte Woche hat der Beitragsservice seinen im Jahresbericht 2016 veröffentlicht und da stand eindeutig drin, dass 4,5 Millionen Menschen den Beitrag nicht entrichtet haben und 1,6 Millionen gibt es Verstreckungsersuche. Das bedeutet, jeder Zehnte zahlt nicht. Also das heißt, offiziell wurde jetzt schon zugegeben, was dort abläuft. Und viel spannender finde ich, als ich die Leute ermutigt hatte letztes Jahr und sagt, zur Not müsst ihr klagen. Ich habe ja auch Klage eingereicht. Das wurde auch im Mainstream immer so abgetan. Also offiziell sind es ja Reichsbürger, Spinner. Ja. Und dann gibt es ganz wenige, wirklich ganz wenige, die klagen. Offiziell stand in dem Bericht, es sind 4000 Klagen, die alleine 2016 eingegangen sind. Und das ist der Grund, warum wir die Idee hatten zu sagen, hey, wir werden diesen Aufkleber kreieren. Das ist ein Wahnsinn. Der fährt, ist an meinem Auto dran. Wir haben es schon veröffentlicht im Internet. Ich glaube, es sind Tausende mittlerweile Bilder, die wir bekommen haben. An Türschildern, ganz lustig, da ist ein Video im Internet drin, steht, kommt der Gerichtsvollzieher, draußen ist das Teil dran. Du weißt ja gleich Bescheid, ne? Wirklich überall. So ein Ballon habe ich jetzt damit schon gesehen. Ja, Taschen, Fahrräder etc. pp. Warum ist es wichtig? Ein Zeichen zu setzen und sagen, GZ, ich zahle nicht. Wir haben viele Rückmeldungen, dass Leute angesprochen werden. Du stehst an der Tankstelle, da kommt jemand an und sagt, hey, ich habe gesehen, dass du da auch nichts hast. Ich habe da mal eine Frage. Das hat mit Solidarisierung was zu tun. Ja. Und deswegen, der ist nur auf unserer Homepage, muss ich dazu sagen, zu haben. Unter www.macht-steuertwissen.de bieten wir den an, um ein Zeichen zu setzen, dass wir letztendlich immer mehr sind. Also ich würde mich freuen, wenn auf den Straßen fast alle Dass man einfach auch sieht, man ist nicht alleine und das sind viele. Und das ist ja auch ein deutliches Zeichen, denn es geht ja einmal nicht darum, nur, dass man nicht bereit ist zu zahlen, oder, sondern warum, dass wir nämlich belogen, dass wir dafür bezahlen, dass wir belogen werden. Das ist für viele ein Kriegspropaganda. Symbol. Ja, das ist ein Symbol mittlerweile für viel mehr, habe ich festgestellt. Ja. Wenn du irgendwelche anderen Zeichen nimmst, wie jetzt von meinem ersten Buch, die Jahrhundertlüge, die Dollarpyramide, dann kommen sie mit dem Aluhut und sagen, ja, Aluhut, Verschwörungstheoretiker. Hier ist es aber so, ob links, du weißt, wir denken nicht in links, rechts, ob links, rechts, oben, unten. Ich kenne keinen, der irgendwie sagt, oh, macht mir Spaß, die GEZ-Gebühr zu zahlen. Keinen. Das heißt also, du kannst wirklich die Menschen solidarisieren durch alle Bereiche, wo sie sonst Probleme hätten und sagen, ich bin jetzt für Flüchtlinge, der andere sagt, ich bin dagegen. Ich bin für Trump, ich bin gegen Trump. Aber in dem Fall hast du zwei, wo der sagt, ich bin gegen die GEZ, ich bin auch gegen die GEZ. Toll. Und deswegen ist es, glaube ich, gut.
Ja, und wie gesagt, man muss eben sich damit befassen oder sollte sich befassen, aber ihr habt die Anleitung, das ist natürlich sehr wertvoll. Und es ist ja so, wir müssen es sagen, es gibt keine Rechtsgrundlage dafür. Das heißt, es ist eine private Forderung. Also Willkür, kann man sagen. Wenn ich sagen würde, ich kriege noch Geld von dir und dann du zahlst immer fleißig und irgendwann fragst du, sag mal, warum gebe ich dir eigentlich immer Geld? Ja, also, das ist ein weites Feld, aber du hast ja auch noch viele andere interessante Interviews gemacht. Du hast Sissy Perlinger jetzt interviewt und Lisa Fitz. Mhm. Noch andere. Erzähl so ein bisschen, was, das sind ja schon Prominente, die, ist denen das bewusst, dass sie sich natürlich auch möglicherweise es schwierig machen in ihrer Branche dann, wenn sie sich mit solchen Themen befassen oder wie äußern die sich? Wie bist du an die rangekommen? Also ich glaube schon, aber wir sind zurzeit in einem wirklich in einer Umbruchphase, wo glaube ich, dass es sind immer mehr Menschen. Xavier Naidoo ist ja nun das prominenteste Beispiel mit seinem Song Marionetten, die Tatsache anders denken. Aber auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, diese Mainstream-Meinung, die dunklen Mächte quasi, die sind wirklich aus meiner Sicht dem Untergang geweiht, sind aber dabei, Angst den Menschen massiv einzujagen. Ja, ja. Dass du den Job verlierst du teilweise. Und bei denen ist es jetzt so, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, Lisa Fitz war schon lustig. Wir hatten ja dieses Format Schrank TV Talk letztes Jahr gegründet, just for fun. Mhm. Das ist ganz entscheidend, weil ich immer wieder merke, dass viele Menschen orientierungslos sind. Mhm. Und es ging immer darum zu sagen, mach das, wo dein Herz sagt, ich habe Spaß daran. Ja. Und da hatten wir vom Büro aus eine Anfrage getätigt, kam so die Intuition an Lisa Fitz. Warum? Weil sie diese tolle Sendung in der Spätschicht gemacht hat. Ja. Ist ja bekannt, wo sie da reinmarschiert ist, ja, gegen Merkel, NATO und so weiter hergezogen ist. Ja. Wir haben natürlich gedacht, wir kriegen eine Ablehnung, schicken an das Management eine Anfrage. Und auf einmal sah es wie folgt aus. Lisa Fitz war gerade in Paraguay zu dem Zeitpunkt, fliegt nach Deutschland und liest die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennt, von Heiko Schrank. Zufällig? Kommt ins Büro, glaube nicht an Zufälle, da sagt die Managerin, wir haben da so eine Mail von so einem Typen, komischen Typen gekriegt, Heiko Schrank, sagt mir nichts, was will der? Da sagt Lisa Fitz, ist es Heiko Schrank, die Jahrhundertlügen? Da weiß ich nicht. Doch, das Buch habe ich doch gerade gelesen, sagst du ja selbst im Interview mit mir noch. Ja. Und das ist der Grund. Ich glaube, wenn sie jetzt nicht das Buch gelesen hätte, wäre sie nicht gekommen. Sie war, muss ich fairerweise sagen, sehr skeptisch. Wirklich sehr, sehr skeptisch, sehr, hatte Angst, dass sie irgendwie in irgendeine Ecke geschoben wird, hat auch eine gewisse Erwerbungsphase gebraucht, aber dann kam sie richtig raus, es war sehr erfolgreich, wir haben 170.000 Aufrufe beim ersten Interview und dann ist es sogar so weit gegangen, dass sie ja richtig vom Leder gezogen hat, ne? Also über die Politiker, die Politik ist so verlogen, hat dort alles gesagt und trotzdem schwingt, muss ich dazu sagen, bei diesen Leuten immer noch so ein bisschen Angst mit. Sie wollen nicht in die rechte Ecke, sie wollen nicht in die Verschwörerecke. Das gilt für alle. Das ist ja das Perfide im Moment, dass man eigentlich so leicht oder dass das politische Spektrum so weit nach links gerückt ist, dass im Grunde alles, was früher normal wäre zu sagen, heute schon als rechtsextrem gebrandmarkt wird. Und du hast die Sendung angesprochen, es war auf dem, weiß nicht, Bayerischen Rundfunk, war eine Sendung, wo es dann auch gegen Anastasia war und so immer, dass das ja völkisch und rechts, also immer so in die Ecke gestellt, aber eigentlich nichts belegt. Und das war für mich so ein Beispiel, wo man gesehen hat, die versuchen jetzt mit Gewalt diese Schubladen noch zu bedienen, aber sie haben im Grunde nichts wirklich Greifbares. Und ich habe auch nochmal die Kommentare in der Mediathek da gelesen, was da drunter haben. Ganz viele gesagt, Leute, ihr habt nirgendwo Belege dafür, dass die Leute, die ihr jetzt hier fertig macht, dass die irgendwie rechtsextrem sind. Ihr habt nur einfach diese Schubladen bedient. Und das fällt langsam auf. Ja, das hat sie am zweiten Interview gesagt. Wir sind ja nochmal aufeinander getroffen, denn da konnte sie dann entspannter noch sein. Und hat sie definitiv gesagt. Also sie sagte, also dieser Begriff Nazi, der wird mittlerweile extrem inflationär verwandt, kann kein Mensch mehr hören. Ja. Und es ist ja so, damals hat man ja versucht, wie du schon sagst, bestimmte Schubladen zu bedienen. Jetzt ist es ja so, die gehen ja an alle ran. Nehmen wir mal an, Lisa Fitz, die sagt ganz entspannt, sie hat doch diesen Kultsong irgendwie in 18 Jahre oder 17 Jahre gesungen, Mein Mann ist Perser. Mhm. Die war dann mit Ali Khan oder wie der hieß, zusammen. Mhm. Sie war tendenziell eher sogar links orientiert. So. Ja. Und trotz alledem
ist es für den Mainstream gefährlich, dass, also dass man versucht trotzdem was dagegen zu sagen, obwohl sie ja sogar mit so jemand zusammen war. Es werden also alle angegriffen, aber ich glaube, die Begriffe haben sich abgenutzt. Ja. Und Susi Perlinger ist eine Kollegin von ihr, fand ich tolles Interview, sehr spirituelle Frau. Es geht auch ein bisschen in eine andere Richtung, aber selbst sie spricht jetzt in Kabarettauftritten davon, dass sie der Meinung ist, die Politik und die Medien sind nur noch dabei, Angst zu verbreiten, und das fällt regelrecht auf. Also sie geht die innere Botschaft, und die haben wir gerade gestern veröffentlicht, kennen die wenigsten wahrscheinlich von den Zuschauern. Letzte Interview war mit Florian Homm, der war Milliardär, gibt es wenige Menschen, die überhaupt Milliardär waren in Deutschland, also einer der interessantesten Menschen, dem überhaupt je begegnet ist, Vermögen von 3 Milliarden mal verwaltet, aber darum geht es gar nicht. Oder Borussia Dortmund, die rettet, sein Onkel war Neckermann, Josef Neckermann damals und so weiter. Warum? Der Mann saß ja nicht nur im Knast, den haben sie angeschossen in Venezuela, also seine Story ist spannender als jeder Actionfilm. Mich hat fasziniert, und deswegen habe ich Florian Homm angeschrieben, ob er kommt, hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass so ein Mann, der selbst bei den Rockefellers saß, also wenn du die Biografie durchliest, fällst du rückwärts um, was der Mann alles gemacht hat, der hat ganz oben mitgespielt, höchste Liga, sitzt im Knast und geht auf einmal, hat eine Offenbarung dort und geht durch den spirituellen Weg. Also er nicht nur, dass er das Spenden wirklich einsammelt, ich habe den Mann in die Augen geguckt. Ich sehe natürlich jetzt die Kommentare wieder, wie die Leute sagen, ja, wer weiß, ob der, der wirklich so meint. Die kennen uns ja alle gar nicht. Klar. Also er saß mir gegenüber wie du. Ich habe ihm die Hand gegeben, wir haben uns zum Schluss umarmt, wo sie alle sagen, der Typ ist ein Verbrecher, der Typ ist ein Schwein, wie sie über den hergezogen haben. Also als Beispiel. Ja. Ich kenne ihn aber gar nicht. Ja, ja, ja. Ich hatte jetzt auch ein Interview mit einem Bankster, der hat das Buch geschrieben, Bankster, der also auch ganz oben mitgespielt hat und dann irgendwann ausgestiegen ist, weil er einfach gesagt hat, wir gehen da über Leichen, und hatte dann auch gemerkt, wenn er so weitermacht, dann landet er auch irgendwann mit seiner eigenen Rente. Und das ist für mich eben auch das Interessante, und du hast auch so den Eindruck, dass immer mehr Menschen, auch die im System sind, auch eher Polizisten und so. Ich habe gerade jetzt, war so ein junger Polizist, der so ein YouTube-Video gemacht hat, der dann einfach vom Leder gezogen hat und gesagt, ihr Politiker, ihr steht gar nicht hinter uns, wir müssen immer den Arsch anhalten und Überstunden vor uns herschieben, und was macht ihr? Ihr fallt uns dann noch in den Rücken und so weiter. Ne? Das heißt, auch da, wo das System ja eigentlich, also die Schnittstelle von den Mächtigen zu uns, da gärt es auch überall. Muss ich dazu sagen, nicht falsch verstehen, da sehe ich es ein bisschen anders. Und zwar gerade, weil du sagst, bei diesen Leuten, ob sie nun bei der Polizei arbeiten oder bei anderen Organen, weil immer wieder muss ich mir anhören und sagen, wir kriegen ja auch Mails, und die können das nicht mehr ertragen, wird immer schlimmer, und sie werden, sagen wir, von Flüchtlingen zusammengeprügelt oder von der Antifa, und sie können sie machen es trotzdem. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich der Meinung bin, guck mal, als Beispiel, in Köln sind Massenvergewaltigungen gewesen, du hast halt ein tolles Video darüber gemacht damals, so, dann wollen die dorthin fahren, und dann sagt der oberste Dienst, nee, nicht dahin fahren. Und eine Woche danach hat die Pegida, glaube ich, dort irgendwo eine Demo gemacht, völlig unverhältnismäßig, jetzt müsst ihr aber Wasserwerfer einsetzen, sie machen mit. Oder letzte Woche angeblich böse Rechte, die irgendwo ein Zeltlager hatten, musste ich so ablachen drüber, die irgendwo ein Zeltlager hatten, und die offiziellen Medien, GSG 9, die absolute Oberspezialeinheit, Schlag gegen rechts, also da werden mit Pershings auf Spatzen geschossen, da wurden dann geringe Mengen Drogen beschlagnahmt, also wahrscheinlich ein Joint, schätze ich mal, und dann wurden dann Waffen beschlagnahmt in einem Zeltlager, wahrscheinlich haben sie sich Taschenmesser, wie auch immer. Und die Sachen, man muss dazu sagen, es gehören immer zwei dazu, und die Leute machen ja dort mit. Was sie aber alle verkennen ist, das verkennen sie alle, in uns drin haben wir eine Instanz, ob wir die nun Gott nennen oder höheres Selbst, völlig egal, die ist immer da. Und ich sage dir eins, Jesus sagte zwar, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, aber diese Leute, die haben Schlafstörungen, nehmen Antidepressiva, weil sie das alles verarbeiten müssen. Ja? Und da sollten diese, muss ich jetzt mal sagen, mal drüber nachdenken, ob sie überhaupt mit ihrem Gewissen noch das vereinbaren können, weil es läuft aus meiner Sicht, leider, wenn ich so sage, auf den Showdown hinaus. Der Showdown heißt also, wir sind beide Nachbarn, du bist Polizist. Und wir können uns eigentlich mögen uns, und wir trinken unser Bierchen und essen unsere Grillwurst. Aber irgendwann wird eine Demo da sein, wo ich dann vorne in der ersten Reihe stehe und der Dienstherr sagt dir, jetzt bitte schießen. Und dann musst du überlegen, ob du das denn machst.
Das ist natürlich die Frage. Ich meine, die Situation, so krass ist sie bei uns noch nicht, aber ich habe immer noch so die Hoffnung, dass der Erwachungsprozess bei diesen Leuten, Polizisten und Soldaten eben auch sich beschleunigt und irgendwann ist diese Situation und dass sie dann vielleicht tatsächlich eben nicht schießen oder sagen, also nee, Chef, also... Will nicht mehr, hm? Ich will nicht mehr. Ich hoffe, wir werden es erleben. Nur ich denke, wir sind in diesem Prozess. Also bei mir ist immer noch diese vorsichtige Hoffnung, dass es eben nicht so ganz krass wird. Es gibt ja Hintergrundmächte, die wollen eben Dritten Weltkrieg, die wollen auch alles vergiften, die wollen die Bevölkerung reduzieren auf 500 Millionen auf der Erde. Das heißt, vergiften alles und Kriege und so weiter. Und dass das alles nicht mehr so klappt, wie die sich das vorstellen. Das aber guck doch mal, Joe, ist doch positiv, wenn man sich das überlegt. Wir hatten ja vor kurzem telefoniert, bist ja zum Superstar mittlerweile geworden in den Medien. NTV hat berichtet über dich. Dann gab es irgendeinen so anderen Verschwörungsbericht. Ich sehe nur noch Joe Conrad und Bilder von, also du bist fast überall dabei in den Sendungen. Und man muss sich das mal überlegen. Mittlerweile haben wir eine Dichte. Ich glaube, vor zwei Wochen war, in einer Woche gab es drei einmal Sendungen, diese Sendung, einmal die Jungs vom MDR, die sich an mich gewandt hatten, die auf linke Art und Weise ebenfalls vorgehen wollten und dann haben die, wir haben Termin sogar schon gehabt, habe gesagt, kein Problem, wir kommen, mein Kamerateam ist dabei, so wie hier, machen wir denn, nehmen wir alles auf und dann auf einmal waren sie weg. Und die haben dann ja eine Sendung gemacht, haben sie über Werner Altnagel hergezogen und auf andere, auf schlimmste Art und Weise. Aber ich sehe es total positiv, weil uns schicken sie Mails und sagen, oh Herr Schrank, auf Weiher, die haben schon wieder drüber berichtet, ist doch toll. Mittlerweile ist es so, du musst jetzt schon 3-4 Sendungen in der Woche bringen für die Leute und sagen, böse, böse Stempel, Verschwörungstheoretiker, weil sie merken, die Luft wird immer dünner für sie. Das sehe ich genauso, dass im Grunde das jetzt so eine Verzweiflungstaten sind. Also die Artikel oder die Sendungen werden immer dünner vom Gehalt, sondern immer mehr einfach Schubladen bedienen und Abscheu erwecken und das klappt eben nicht mehr bei den Zuschauern. Also bei einigen sicherlich, natürlich. Es gibt Leute, die immer noch sagen werden, da will ich überhaupt nichts von sehen. Die sind ja alle rechts oder sonst was. Aber das funktioniert eben nicht mehr so. Ja, wie geht es weiter? Ich meine, wir machen unsere Arbeit und wir halten ja im Grunde auch, du und ich, ja auch unsere Köpfe hin. Aber im Grunde ist es, meines Erachtens läuft es ganz gut, weil wir haben ja auch Zuschauerzahlen. Ja. Ich denke mal, die Zahlen von den Mainstream-Medien, die sind ja manchmal eben auch hochgepusht. Ne? Dass, man sagt, 6 Millionen haben jetzt den Tatort geguckt. Das geht ja über 5000 Haushalte, die irgendwo so ein Gerät da stehen haben. Und da weiß man nicht, ob das wirklich repräsentativ ist und ob man dann wirklich die Zahlen ablesen kann. Aber wir haben ja teilweise eben auch bei uns über 1 Million Zugriffe im Monat. Einige Sendungen, du weißt es auch, 100.000, 200.000. Und das ist ja auch nicht schlecht. Und immer, es werden eigentlich immer mehr. Ne? Man muss aber an dieser Stelle auch eins mal den Zuschauern sagen, weil in den Medien wurde es ja so aufgebauscht, als ob da wie so ein Kampf existiert. Also gab es ja x Sendungen, wo gesagt worden ist, da sind diese, wie sie alle heißen, also wir fallen ja beide rein und auch andere Berufskollegen, die bösen Verschwörungstheoretiker, die Menschen ja manipulieren, aber die Medien, die machen ja eigentlich, verbreiten die Wahrheit. Dabei geht es ja momentan nur um die Deutungshoheit, ganz entscheidend. Ja. Wer hat die Deutungshoheit? Wenn es aus meiner Sicht nach der Elite geht, müsste sofort das Internet verboten werden, weil die haben echt ein Problem. Ja. Weil damals, Mitte der 90er, liest du dein Buch, was du ja damals geschrieben hast, liest es und hast nicht die Möglichkeit, sofort nachzurecherchieren. Heute sagt dir irgendwas einer Chemtrails. Du siehst die Verschwörersendung. Was ist denn das überhaupt? Oh Mensch, da sind ja wirklich komische Streifen am Himmel. Ja. Da haben sie ein Problem mit. Ja. Und da will man massiv gegen vorgehen. Aber ich muss den Zuschauern das einfach mal so sagen. Es ist ja gar kein gleicher Kampf, von denen die reden. Also da sind GZ-finanzierte Medien mit 8 Milliarden, obwohl sie sich ja den größten Teil selbst in die Tasche stecken. Stand ja im letzten Newsletter, haben wir analysiert. Das ist mittlerweile ja 100 Beitragszahler sind, 100, die überhaupt die Pension von einem Durchschnittsmitarbeiter vom ARD finanzieren. 100 für einen. 100 für einen. Ja. 100 für einen. Klingt fair, ja. So weit ist es mittlerweile gekommen. Ja. Das heißt also, die sind hoch ausgerüstet mit dem ganzen Equipment, die Medien. Und man muss, deswegen habe ich vor Jahren schon aufgerufen, habe gesagt, spendet auch in deinem Format, unterstützt so eine Sendung, die wissen gar nicht, zum Beispiel bin ich zu dir über 500 Kilometer hierher gekommen, muss irgendwo wohnen, bezahlen. Ja. Ich habe selber nie dazu aufgerufen, habe gesagt, unterstützt die Alternativmedien jetzt seit neuestem.
Seit 2 Wochen sage ich auch zu meinen Zuschauern, entscheidet selber, wo ihr sagt, hey, das Format will ich unterstützen. Deswegen rufen wir auch auf unserer Seite dazu auf. Das sollten die mal wissen, die Zuschauer. Die denken immer, das irgendwie funktioniert. Wir haben keine Sponsoren und hier fällt auch kein Geld runter. Nee. Und sie gucken sich das kostenfrei an. Das ist so, ja gut. Aber wie gesagt, ich habe immer mit den Mitteln gearbeitet, die ich hatte. Und habe eigentlich von früh an gemerkt, also im Mainstream, da, wo man Geld verdienen könnte, da wirst du mit deinem Freiheitswunsch und mit deiner Wahrheitsliebe wirst du keine Chance haben. Du wirst da möglicherweise irgendwie Geld verdienen können, aber niemals glücklich sein. Ne? Und von daher habe ich mich früh daran gewöhnt, einfach mit dem zu arbeiten, was ich habe. Und das funktioniert ja. Und wie gesagt, das Internet ist eben natürlich deine. Ist die Frage, ob sie es irgendwann abschalten, aber natürlich läuft ja auch die ganze Wirtschaft über Internet, wenn sie es abschalten. Das geht, glaube ich, nicht so einfach. Also sie versuchen es ja überall dann zu kontrollieren, dass dann Seiten indiziert werden oder jetzt neue Gesetze, dass man alles überwachen kann. Das ist natürlich der Punkt. Ja. Also einmal, weil du sagst, dieses Löschen auch von Artikeln, das ist ein Wahnsinn. Wir hatten doch vor kurzem, vom Spiegel TV, diesen Bericht über Birgit Schrowanger hatte vor über 10 Jahren, glaube ich, mal abgehalten, über diesen Klimaschwindel ging. Wir haben noch auf unserem Kanal, Schrank TV, das Video hochgeladen. Innerhalb von, weiß ich nicht, 1-2 Stunden haben eine Tausende gesehen. Das wurde sofort gelöscht, das Video. Daraufhin haben wir doch ein Newsletter geschrieben, haben gesagt, hey, Zensur passiert mittlerweile, damit die Leute nicht erfahren sollen. Also passt momentan ins Weltbild nicht rein, obwohl sie selber drüber gesprochen haben. Ja. Das Spannende war aber, dass reihenweise Leute das woanders bei sich hochgeladen haben. Das ist ganz wichtig. Ja. Das sehe ich momentan in allen Bereichen. Also noch vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren gab es Leute wie, Haider, Möllemann, Eva Herrmann, Barschel, die irgendwas gesagt haben, und ich nenne das immer so, mit der Fliegenklatsche haben sie da eine Fliege erschlagen. Mittlerweile, du erschlägst 2 Fliegen, da kommen 100 neue Fliegen. Ja. Das System kommt nicht mehr hinterher. Sie können es nicht mehr aufhalten. Sie sind so clever, denken sie jedenfalls, dass sie denken, die Tube ist zwar schon halb leer, die Zahnpastatube, aber sie stehen da und drücken die Zahnpasta rein. Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich denke auch, genau, das ist der Prozess, in dem wir sind, aber es ist auch dringend nötig, weil wenn es so weitergeht, wie die es gerne hätten, dann werden wir alle total versklavt. Wir haben die totale Überwachung über das, jetzt schon. Das Gesetz von letzter Woche, hast du mitbekommen, ne? Läuft momentan, muss man wirklich sagen, auf den absoluten Showdown hinaus. Da sollen die Zuschauer wissen, die es noch nicht mitbekommen. Das ist der absolute Knall letzte Woche gewesen. Da ging es im Bundestag ja eigentlich um eine Gesetzgebung, was man macht mit Fahrverbot, es noch weiter auszuweiten. Da hat man so klammheimlich, bevor es beschlossen wird, so seitlich einfach mal noch einen anderen Passus, ein anderes Gesetz mit eingeschoben, kurz vor der Abstimmung. Ja. Bundesrat vorbei, ohne Datenschutzbeauftragten, ohne in der Öffentlichkeit zu debattieren, und dieses Gesetz ist das totale Ermächtigungsgesetz, kann man sagen, zur absoluten, totalen Kontrolle, weil dieses Gesetz ermächtigt quasi den Staat, die Regierung, bei dir auf deinem Rechner ein Virus zu installieren, einen Trojaner, so ein Bundestrojaner, das Mikro einzuschalten, es ermächtigt die Kamera einzuschalten, also im Schlafzimmer überall können sie alles sehen, mithören, und alle deine Nachrichten quasi, die du alles wird komplett alles kontrolliert. Und in der Vergangenheit war es ja so, wissen ja die wenigsten, es musste ein höchstrichterlicher Beschluss her, bei schweren Straftaten, Terrormaßnahmen und so weiter, dass man das machen kann. Jetzt werden belanglose Delikte wie Steuerhinterziehung und andere kriminelle Arten angeführt. Und es kann sein, dass du Nachbarn hast, ne? Und dann wirst du mit überwacht, Umfeld. Ne? Genau, der Nachbar, mit dem du diesen Grillabend tätigst, also nehmen wir jetzt, wir werden die beiden Nachbarn wieder, ich bin der Drogendealer und du bist ganz normal unbescholtener Bürger. Und dann wird automatisch bei dir auch der Trojaner raufgesetzt. Du wirst kontrolliert, du wirst abgehört und so weiter. Das ist unvorstellbar, das ist Horror pur und klammheimlich. Es gibt da keine Demonstration darüber, gar nichts.
Noch krasser ist ja eigentlich, dass Grundgesetzesartikel jetzt eingeschränkt wurden. Also, und das Krasse ist, es gab jetzt diese kostenlose Bildzeitung, ich weiß nicht, 500 oder keine oder 500 Jahre, keine Ahnung, genau. wo jeder Haushalt dann, ich habe es auch mit der Post gekriegt, so auf einmal so eine Bildzeitung und dann Angela Merkel, das ABC über Deutschland, dann fängt sie an mit Artikel irgendwie und dann diese Grundrechte, also die Würde des Menschen ist unantastbar. Das haben sie gerade eingeschränkt. Also es ist eine Unverschämtheit, dass die das bringt, als das verbindet sie mit Deutschland und sie haben es gerade im Bundestag eingeschränkt, auch die Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt, also Grundrechte, die wir haben, ist auf einmal mit Einschränkung. Das heißt, und das wird eben auch so heimlich, leise und still irgendwo gemacht, steht dann im Bundesgesetzblatt, da wird aber nicht groß debattiert, also es ist erschreckend. Und das ist die Orwellsche Welt, also die ist da. Das ist ja kurios immer, ob den Film Fahrenheit kennst du sicherlich, ja. Das Buch wurde 1953 geschrieben. Mhm. Ob nun Huxleys Schöne neue Welt oder Orwell 1984. Die Leute, die das immer angebracht haben, vor Jahren noch, hat man gesagt, Verschwörungstheorie. Also die Frage stellt sich ja eigentlich, welche Verschwörungstheorie ist dann eigentlich nicht eingetroffen? Ja. Na, die Technik ist halt anders, ne? Da bei Big Brother, da gab es dann so einen Monitor und aber wir haben es heute in der Hosentasche, das Überwachungsinstrument. Aber warum macht man es dann eigentlich so? Warum machen die das überhaupt? Hast du mal darüber nachgedacht? Warum wird so eine extreme, totale Kontrolle gefahren? Warum die das machen, ja. Denen fehlt wahrscheinlich irgendwas. Ich glaube einfach mal, die haben Angst einfach mal vor Machtverlust. Die sind so machtgierig, haben Angst, ihre eigene Macht zu verlieren und müssen, sehen das als Art Rettungsprogramm, sag ich mal, ihre eigene Macht an, um die Menschen alle zu kontrollieren. Die totale Kontrolle. Warum sollst du die Menschen alle kontrollieren? Um denen zu verkaufen, es sind ja Antiterrormaßnahmen. Mhm. Und dann noch eine Sache, die für die Zuschauer, glaube ich, auch nicht uninteressant sind, diese Heuchelei. Es geht ja immer noch darum, dass gesagt wird, also ich nenne es immer guter Polizist, böser Polizist, dieses Kindergartenspiel im Bundestag, die Opposition, die Linken und die Grünen, oh, geht ja gar nicht, oh, dieses Gesetz, hat Ströbele gesagt, also, das ist ja verfassungswidrig und wir werden Klage einreichen, also jetzt gegen dieses neue Gesetz und der Bürger denkt dann wieder, oh, das sind ja die Guten, weil die sagen ja was gegen die Bösen, gegen SPD und CDU. Ja. Aber du brauchst bloß mal eine kleine Zeitreise machen ins Jahr 98, wo Leute denken aber nicht so weit, wo Anfang des Jahres Regierung Kohl noch an der Macht war und da ging es um den großen Lauschangriff, der wurde noch nicht beschlossen, der wurde aber in die Wege geleitet. Damals war noch Innenminister Manfred Kanter da. Oh, der böse Mann, der Kanter, CDU-Mann. 98, wie wir wissen, ist aber Schröder an die Macht gekommen, die rot-grüne Regierung. Neuer Innenminister wurde der ehemalige Bürgerrechtsanwalt Otto Schily. Und die Leute, die naiv damals dachten, dass die SPD und die Grünen, die als Opposition, genau wie jetzt, extrem gegen gewettert haben, so oh, böse, was der Kohl macht, dass die das irgendwie mal abschaffen oder reduzieren, die haben sich sehr getäuscht, weil dieses Sicherheitspaket 2, so hieß es damals, das wurde um Längen, wurde noch mehr verschärft damals, die Abhörmaßnahmen. Über 100 Gesetze wurden damals erlassen und die Kompetenzen der Geheimdienste wurden völlig erweitert. Und wir reden über 1998, nicht 2001 nach dem 11. September. Deswegen, es ist eine Heuchelei, es ist eine Märchengeschichte. Auch der größte Sozialabbau ist ja eigentlich von der sozialdemokratischen Regierung, auch mit Hartz IV und so weiter. Wir hatten ja früher eine Arbeitslosenversicherung und wer arbeitslos war, der hat dann eben auch gut Geld bekommen. Heute ist das eben alles so low level und das haben die Sozialdemokraten gemacht. Also. Aber ich merke immer wieder, vielen Menschen fällt es einfach schwer. Sie brauchen dieses Gefühl, irgendwo wie wir beide sitzen jetzt da und da ist da die Bühne und da sind da Akteure. Der eine hat ein grünes, der andere hat ein rotes Hemd, der andere hat ein schwarzes, gelbes, wie auch immer. Und jeder spielt eine Rolle. Das wollen die einfach nicht hören. Sie brauchen die Hoffnung und sagen, ja, aber der mit dem Grünhemd, also der Grüne oder mit dem Roten, SPD, Linke, die sind aber besser als der Böse mit dem schwarzen Shirt. Letztendlich arbeiten sie alle für einen, ist der Theaterbesitzer und der Theaterbesitzer bezahlt sie. Es ist ja also mit dem Martin Schulz, dieser Hype, der war ja so lächerlich. Ich meine, der Mann hat, ich weiß nicht, Millionen in der EU kassiert und tut aber so, als würde auf der Seite des kleinen Mannes stehen, auf der Straße, der kein Geld hat und so, und wird sich für den einsetzen. Es ist so lachhaft, aber gut, die Zahlen, das ging ja so hoch und dann
Das ist ja eigentlich auch, ist schon klar, dass er keine Chance hat eigentlich. Aber das ist so lächerlich, dass sie uns solche Figuren noch vorstellen, die einfach ja nicht mehr glaubwürdig sind. Ne? Ich weiß nicht, warum immer noch Leute wählen, aber wir werden es ja sehen. Vielleicht. In Frankreich hat es funktioniert. Was sie da gemacht haben, ist unvorstellbar. Ja. Aus dem Nichts heraus, aus dem Zylinder, wird Macron gezaubert. Vor einem Jahr kannte kein Mensch, gründet eine Partei, ist ein Rothschildmann, nachweislich, eindeutig, hat für die gearbeitet, im großen Stil Milliardengeschäfte mit der Pharmaindustrie abgewickelt. Fällt mir nichts mehr zu. Also ein Großbanker, also man könnte sagen, der beim Teufel in die Lehre gegangen ist, der soll jetzt die Interessen des armen kleinen Mannes und der Arbeiter vertreten. Unvorstellbar, finde ich. Wir haben es ja nur gemacht, so, ne, dass die Le Pen noch schlimmer wäre und dann nehmen sie das kleinere Übel. Es ist aber, wie gesagt, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass die Demokratie im Grunde, das ist ja immer das Schlimme, man wirft dann einen Verschwörungstheoretiker nochmal vor, dass sie demokratiefeindlich sind, aber die Demokratie wird doch abgeschafft oder es ist doch gar keine Demokratie mehr. Und in der EU sowieso, wir können keine Kommissionen und Kommissare wählen, die dann über uns entscheiden. Das heißt, die Demokratie wird von denen abgeschafft, die immer das hochhalten. Sowieso, also dieses Gesetz, was wir gerade besprochen haben von letzter Woche, das ist reiner Faschismus, den wir mittlerweile haben. Ja. Ist ja mal interessant, ne? Wenn man, der Kommunismus hat ja nichts anderes gemacht. Wir wollen ja eigentlich nur das Beste und das Tollste und für die Menschen und Freiheit, Gleichberechtigung und so weiter. Und Stalin hat, weiß ich, 20 Millionen, 50 Millionen, gibt es ja so ein Buch, Schwarzbuch des Kommunismus, Menschen umgebracht. Und ich weiß nicht, soll es jetzt in die Richtung gehen? Viel wichtiger ist, der Erwachungsprozess muss bei jedem selbst beginnen. Ja, wir müssen uns einfach mal davon trennen, auch immer wieder darüber aufzuregen. Ich kriege jeden Tag von Leuten irgendwelche Mails, weil sonst für Schandtaten überall passieren. Ja, wir fühlen uns aber schlecht dabei. Wir müssen wirklich in unsere Mitte kommen, beziehungsweise das zu erkennen. Und dann auch die Frage, wir haben so viel Unfrieden in der Welt. Jeder sollte sich mal die Fragen stellen, ist er denn mit sich selbst im Frieden? Das ist, glaube ich, entscheidend, aber wird ja auch oft bei uns gesagt, wir sollten gar nicht so viel über negative Dinge reden, aber es geht ja darum zu erkennen, das Ausmaß, wie wir manipuliert werden und wie wir manipuliert werden, also die Methoden, aber jetzt da nicht dauernd zu sagen, ist alles so schlimm, sondern das ist die äußere Welt, das sind die Manipulationen, okay, das erkenne ich, aber ich für mich versuche in mir, du hast das auch gesagt, diese innere Instanz, diesen Frieden in mir, der ist ja da. Ich versuche also ganz viel Zeit zu nehmen für mich selber. Das heißt, wenn ich jetzt dauernd natürlich dann vom Fernseher und vom Computer sitze und mich dauernd ablenke, komme ich ja nicht zu mir selber. Das heißt, ich nehme mir bewusst die Zeit dafür und spüre dann in mich hinein. Und ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie in sich hineinspüren, die wollen in Frieden leben, in Freiheit leben, in Gerechtigkeit. Sie wollen auch nicht die Ungerechtigkeiten, die laufen. Das heißt, die ganze äußere Welt ist durch Manipulation eigentlich nur so stark geworden. Wir haben es im Grunde mit zugelassen. Weil wir so gutmütig waren, haben wir das mit angesehen. Jetzt merken wir, hoppla, da sind ein paar wenige, die zerstören alles, weil sie eben Kontrollfreaks sind und keine Liebe haben. Aber wir haben die Liebe und wir können die ja auch immer wieder zumindest in unserem Umfeld verbreiten. Das ist für mich so eine ganz wichtige Sache, dass wir das ausdehnen können um uns herum. Kann ich eigentlich nur bestätigen. Und ich weiß selber, immer wenn ich die Kommentare lese, gibt es x Leute, die dann wieder schreiben, ja, bringt ja alles nichts, man muss kämpfen, kämpfen. Mhm. Dieses Kämpfen bringt gar nichts. Da sind wir genau da, wo wir jetzt sind. Da sind die stärker. Das ist ist nun mal so. Also Druck erzeugt Gegendruck. Warum kann ich doch aber umdrehen? Ja, du bist ein Verschwörungstheoretiker, bist ein Reichsbürger. Das lässt dich kalt. Gehst einfach, ich nenne das immer so mit dieser Jacke. Finde ich immer ganz toll, wie so, die rennen dir immer hinterher und auf der Jacke steht dann Aufschrift Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und wollen sie dir umhängen. Und drehst dich einfach um, lässt ihn stehen und gehst in die andere Richtung. Ja. Aber die meisten sagen, ich bin aber nicht und fangen sich an zu rechtfertigen. Warum? Ja. Warum sollen wir uns rechtfertigen? So ist es. Je länger wir in der Branche sind, desto weniger rechtfertigen wir uns, sondern wir machen unser Ding und jeder kann sehen. Ich habe auch immer gesagt in den Sendungen, wo sie sagen, oh, ihr habt da so schlimme, schlimme Gäste. Ja, guckt es euch an. Kann jeder sehen, was die gesagt haben? Ist da irgendetwas? Ist da irgendein Nazi dabei? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemanden interviewt hätte bei den 650 oder bald 700 Interviews, wo ich sagen würde, der ist aber schon ein bisschen... Kriegen sie trotzdem hin. Ja. Du kennst ja immer, ich glaube, mit dir haben sie das auch schon mal gemacht, habe ich irgendwo gesehen, bei mir auch, der kennt jemanden, der jemanden kennt. Also als Beispiel, du hast ja mal einen Schulfreund gehabt, mit dem warst du zusammen, dann holen sie ein Bild, Joe Conrad mit Brille, 8 Jahre alt, so ungefähr, dann zeigen sie ein Bild von dem anderen und der ist jetzt NPT-Mitglied. Also der beste Freund von Joe Conrad war mal der und der. Oder du hast dir liked im Internet auf der Seite so und so, die eingestuft wird als rechtsorientierte Seite.
Das ist im Grunde diese Sippenhaft. Das ist lächerlich. Ne? Ja, genau. Das, uns sagt man ja immer, wir sollen keine Vorurteile haben gegen, was weiß ich, gegen Flüchtlinge oder so, haben wir ja auch nicht, aber oder gegen irgendwelche Religionsgruppen oder was, aber Vorurteile gegen uns oder gegen Deutsche oder gegen Leute, die sich für ihr Land einsetzen, das ist okay. Also da bedient man die Schubladen. Aber gut, Heiko, es ist ein weites Feld. Ich glaube, man sollte auch den Leuten noch sagen, dass sie, ist ganz wichtig, immer wieder, du kennst die Mails auch, viele sind ja auch frustriert, muss man ehrlicherweise sagen. Immer wieder, keine Ahnung. Seitdem ich mich dafür geöffnet habe, gelesen habe, vielen Dank, ist ja auch okay. Aber meine Eltern sprechen nicht mehr mit mir, meine Freundin hat sich ja gelöst, meine Kollegen, die haben echt ein Problem, die Leute. Verstehe ich auch, es ist in der Anfangsphase wirklich so. Aber sie sollen nicht dagegen ankämpfen, man soll der Sache entgegengehen. Nicht hinterherlaufen. Das heißt, sie wollen natürlich Bestätigung haben jetzt für ihre neuen Thesen. Es ist wirklich, wir sind so viele, deswegen sprach ich ja von dem Aufkleber, sind manchmal so kleine Dinge nur, ja, dass man doch Menschen aufgrund der Affinität kennenlernt. Du kennst es selber, du fährst irgendwo in Urlaub, unterhältst dich mit jemandem und das ist ja interessant, dass du das auch weißt. Woher weißt du denn das? Ich bin neulich hier durch die Hammerwiesen, also das ist hier so eine weite Landschaft in Norddeutschland, gefahren mit dem Rad und da waren zwei, die guckten so an den Himmel und während ich so vorbeiradelte, ich sah auch so Chemtrails und da sagten sie um Vorbeifahren, hier, Chemtrails, also die wollten mich da eben auch im Grunde toll. Ein Gespräch bringen, ich hätte auch mit denen reden können, aber im Grunde haben die es gesagt, das haben sie angesprochen. Ne? Und das, ich denke, das werden immer mehr. Und klar, es gibt Leute, die haben niemanden, mit dem sie reden können, aber deswegen machen wir es öffentlich, dass man sieht, man ist nicht alleine, sondern es gibt viele, die so denken, es werden immer mehr. Und wenn man Freunde verliert, dann würde ich auch sagen, ja, auf die kann man vielleicht dann auch verzichten. Auf jeden Fall. Und dafür kommen neue. Und das Gesetz der Resonanz ist ja so, dass wenn ich mich mit bestimmten Gedanken beschäftige und vielleicht die Schwingung erhöhe, dann ziehe ich nachher auch andere Leute in mein Umfeld, die Sender, dazu passen. Du bist Sender und Empfänger und ich muss dazu sagen, beim Sport fällt mir gerade spontan, da ist so ein Typ, den kannte ich nicht, der hat mich mal angesprochen vor einem halben Jahr, hey, du bist doch Heiko Schrank, aha, wollte mal Danke sagen und so weiter und dann ging es los. Ganze Programm kennst du, Deutschland ist nicht souverän und so weiter. Der sah ein bisschen frustriert aus und den habe ich ungefähr alle zwei, drei Wochen gesehen und irgendwann kam der rein, das ist jetzt vier Wochen her, das Gesicht, als ob der Sodbrennen hat. Hier sind nur Idioten drin, du bist der Einzige, mit dem man sich unterhalten kann. So, den habe ich letzte Woche gesehen. Ich musste dreimal hingucken, um den einmal zu erkennen. Habe ich gedacht, hat er jetzt AIDS, Krebs, völlig fertig? Stand der so da? Also ich will damit nur sagen, ich habe festgestellt, du musst aufpassen, manche zerfleischen sich so dermaßen. Wenn man verbittert, dann, ja, genau, das dann bist du krank. Als ob du selber dir mal eine ins Gesicht schlägst, permanent. Und deswegen ist die Botschaft toll von dir, die du gesagt hast auch, ne? Dass man also in sich selbst quasi die Sache auch sich selber findet eigentlich. Ne? Das ist für mich von Anfang an wichtig gewesen, dass man diese negativen Themen über die Hintergrundmächte und sowas nicht bringen kann ohne spirituelle Dinge. Das heißt, meine Bücher fingen an mit Gottes Vorstellung auch, sich damit zu beschäftigen, haben geendet spirituell und dazwischen waren halt dann die Freimaurer und die Außerirdischen und so weiter. Das ist für mich immer wichtig. Wenn man nur das sieht, dann kann man wirklich verbittern. Glaubst du mir, das ist ja auch die Zeit. War ja damals, ist ja schon mittlerweile, ich sag immer, ich bin Gott dankbar dafür, es war ein alter Hut hier, die Jahrhundertlüge, die nur Instagram, mein erstes Buch, 11. Auflage, mittlerweile besteht ja aus einem weltlichen und spirituellen Teil, ist ungebrochen, wirklich ungebrochen, die Resonanz der Leute. Nicht nur Lisa Fitz, wir haben letzte Woche irgendeinen Arzt mit einer Riesenklinik aus Marbella hat das Buch bestellt, nach Kanada, Australien, überall haben wir es verschickt, wo Deutsche, wo nach Namibia. Das heißt also, ich sage ja nicht, dass es ein tolles Buch ist, ich will damit nur sagen, überhaupt Themen, wo man diese beiden Sachen, die weltlichen, wie du es auch gemacht hast, und die spirituellen Dinge verbindet. Das glaube ich, ist die Botschaft der neuen Zeit. Genau, und da können diese Kräfte sich auf den Kopf stellen, weil die haben im Grunde nicht die Liebe, die wir haben und deswegen brauchen sie immer den Äußeren, die Kontrolle, die Macht, den Profit. Und wir sind sehr viel einfacher zufriedenzustellen, weil wir einfach in der Liebe sind und auch sehen, dass es in der Natur überall die Fülle vorhanden. Es müsste eigentlich nicht Armut und Knappheit überall geben und Mangel. Die sollen sich auch nicht durcheinander bringen lassen. Die Zuschauer, die gucken ja dann immer bei den Kommentaren rein. Und sie schreiben selber was in ihrem Blog, habe ich oft erlebt. Und dann werden sie angegriffen von anderen und sagen, oh, war ja, der hat ja das und das zu mir gesagt. Du darfst es nicht unterschätzen, hatten wir auch drüber gesprochen.
Es gibt ja mittlerweile, man nennt es ja Internet-Trolle, es gibt bezahlte Schreiber ohne Ende. Und Bots, es gibt also sogenannte Bots, die also, das sind gar keine Menschen, das sind Algorithmen, die schreiben dann, die posten auf deiner Seite. Der Hammer. Ich hatte dieses Video so just for fun gedreht, das letzte, als wir diese in dem Hotel in Berlin die Interview-Session hatten mit Sissy Perlinger und noch einigen anderen, bin ich so auf den Balkon gegangen, so just for fun, nur vor so einem Bäumchen, haben wir noch nie gemacht. Und habe das ein Statement abgegeben über die Spiegel-TV-Sache und so weiter. Extrem erfolgreich. Wir haben 108.000 Aufrufe übrigens bis heute. Aber ich will auf was anderes hinaus. Nach einem Tag hatten wir 65.000 Aufrufe und ich komme abends nach Hause um 1 Uhr. Darüber habe ich übrigens geschrieben, über die Story. Auf einmal gucke ich 50 Mal hintereinander. Ist ein fettes Schwein, der ist blöd, der ist unglaubwürdig, der arbeitet für den Verfassungsschutz, hintereinander. Ich habe gedacht, Wahnsinn, die Arbeitszeit bis 3 Uhr hat das gedauert. Die Arbeitszeit ist also von 1 bis 3 der bezahlten Schreiberlinge. Warum? Weil der Bürger, der früh aufsteht, der vielleicht noch nicht so in sich gefestigt ist, der guckt dann rein, oh weia, haben die vielleicht recht, wenn die dies und das schreiben? Habe ich natürlich alle gelöscht. Ich will damit nur sagen, die sollen keine Angst haben vor so einer Sache, auch wenn sie selber was äußern. Unsere Zuschauer, dass sie auf einmal lesen, der und das hatte ich geschrieben. Es gibt Leute, die werden dafür bezahlt. Klar, das ist so. Wir haben bezahlt. Das muss uns einfach bewusst sein. Und das ist, zeigt ja auch die Verzweiflung. Also wenn ich wirklich mit meiner Aussage stehen kann, dann brauche ich jetzt niemanden beschäftigen, der jetzt meine Feinde schlecht macht. Das ist auch clever gemacht. Also wir haben ja viele Videos, wir brauchen nicht über alle reden. Ich habe festgestellt, bei anderen, die jetzt normal laufen, sage ich mal so 20.000, 30.000, passiert das nicht. Hm. Dieses ist aber extrem, habe ich gedacht, noch nie erlebt sowas in einem Tag. Dann haben die sich gesagt, oh, das läuft so gut mit dieser Botschaft, da müssen wir mal gegen vorgehen. Das zeigt einfach, wie es gemacht wird und das muss uns bewusst sein und dann kann man eigentlich auch entspannter sein und okay, ich mache mein Ding, die machen ihr Ding, das ist einfach so, die sind so. Das ist wie mit dem Skorpion, der irgendwie vom Vorstand über ein Zeich getragen wird und nachher sticht der Skorpion den Vorstoch tot und dann, oh, warum machst du das? Ja, ich bin ein Skorpion, das ist meine Natur. Ne? Also das ist deren Natur, aber unsere Natur ist eine andere. Super. Heiko Schrang, ich danke dir für die Arbeit, die du machst und wir sehen uns ab und zu immer mal wieder. Ich bedanke mich, es ist so schön bei dir zu sein in Worpswede. Toll. Und heute geht's wieder ins Moor. Möchte ich um mich spazieren gehen. Danke, dass ich da sein durfte. Heiko, danke.